Hallo zusammen, mein Name ist Pokerkeks, ich bin von den Brain Clubbers und ja, ich bin überhaupt nicht fröhlich. In der letzten Folge wollte er sich umbringen, er war sich gerade am Erhängen. Wir haben gerade noch gerettet, indem TVK ihn hochgehoben hat und ich ihn da oben freigebunden abgemacht habe. Und ja, warum er das machen wollte, sehen wir hier. Anscheinend ist ein Teil seiner Familie oder so gestorben. Also wirklich sehr, sehr traurig. Das Spiel wird jetzt sehr, sehr emotional. Wir müssen abwarten, was noch alles so passiert. Ich würde gerne dahin, aber anscheinend geht das nicht, oder? Walila, Haji. Ich gucke mal, was es hier oben noch gibt. Okay. So. Ah, hier geht's runter, okay. Ups. Genau. Ich würde auf jeden Fall noch schauen, was ist mit meinem Bruder, weil anscheinend ist das Haus verbrannt und als er nicht da war. Irgendwas ist hier passiert. Und das müssen wir jetzt rausfinden. Oder wollen wir rausfinden. Okay, so geht's nicht. Und jetzt hoch, da liegt irgendwas. Oh. Er will unbedingt, dass ich mitkomme. Also, ich will unbedingt, dass TVK mitkommt. Oh, und jetzt. Ich habe den Fehler wieder begangen. Wo bin ich? Ah, jetzt muss ich den wieder schnell retten. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid, dass mir das jetzt passiert ist. So, schnell, ganz schnell. So. Komm, beruhige dich. Der beruhigt sich, glaube ich, nicht mehr. So, jetzt passen wir ein bisschen besser auf da hinten. Das Ganze ist natürlich mehr als nur tragisch, wenn man heimkommt und man sieht da plötzlich Eltern sind tot. Oder Familie oder Freunde. Und dann noch verbrannt. Das ist ja einer der schlimmsten Tode, die es überhaupt gibt. So, jetzt komm du. Das ist mein großer Bruder. Sehr schön. Oh. Vielleicht kann ich ihm das geben als Andenken. Ich gehe mal von aus. Ah, hier können wir wieder normal zurück. Okay. Ich glaube, ich muss ihm das einfach geben, oder?
Mann. Es war also ein Andenken. Und das war ein sehr schönes Lied. Zwar traurig, weil seine. Ich gehe einfach von aus, dass seine Eltern waren. Das hat er so begraben. Ja. Noch kurz beten auf jeden Fall. Das muss sein. Es gehört sich einfach so. So, mach's gut, ne? Und bitte. Immer positiv denken. Leben geht weiter, nicht umbringen. Das sage ich jetzt nicht nur hier im Spiel, das meine ich auch allgemein so. Das Leben ist einfach zu kostbar. So. Ja. Oh, hier die Blume. Die sticht so raus. Okay. Dann geht es weiter. Upsala. Ach ja, okay. Kann ich natürlich jetzt wieder mich durchquetschen. Ich traue mich gerade nicht, irgendwas hier zu machen. Nächste Runde meist aber. Nächste Runde springe ich einfach. Das wird schon gut gehen. Ich schaffe es, ich schaffe es. Es geht hier um unseren Vater. Oh. Hab's geschafft. So, jetzt nichts wie rüber. Oder runter. Dann kann ich bestimmt meinen Bruder auch da durchlassen. Ja, da ist ein Hebel. Da. Warte. Da. Oh. Muss ich ihn halten? Da. Ach du Sch. Das wird nicht so leicht, Bruder. Ist dir schon bewusst? Oh. Ha, das haben wir gut hinbekommen. Wir sind einfach ein gutes Team. Jetzt nichts wie weiter. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Keine Zeit. Es sieht einfach schön aus. Hier ist auch wieder eine Bank, gerade wo ich es erwähne. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber genug ausgeruht, weiter geht's. So. Jetzt können wir darüber und darunter. Nee, hier runter nicht. Können nur darüber. Und dann hier an der Seite. Umher, ganz vorsichtig umherschleichen. Nur nicht runterfallen jetzt. Nur nicht runterschauen. Poker. Und sind wir richtig? Sind wir richtig? Da hinten müssen wir hin. Wir müssen in oder durch den Turm. Alles klar. Das werden wir schaffen. Ja, Atai. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Da geht's schon mal nicht lang. Wieder beide drücken, das ist klar. Irgendwie können wir die benutzen. Also das Spiel hat echt seine, auch wenn es so traurig ist, seine lustigen Momente. Das muss man einfach so sagen. Aber ich guck trotzdem mal, was hier noch vielleicht drin ist. Aber nichts. Dia! Das sind doch die. Ein bisschen Spaß muss einfach sein, sonst geht der Kleine ja eh ganz kaputt. Okay, heißt das, wir können da mit denen da drüber? Ach, wie gut. Boah. Habe ich keine Höhenangst. Oh. Ah, okay. Danke für die Hilfe. Danke, danke. Echt coole Tiere. Wenn unser Vater irgendwann mal geheilt ist, werde ich mir da eins mit nach Hause nehmen. Er wird geheilt, definitiv wird er geheilt. Hey, Hanahorn, Sadi hi. Okay. Horn. Ja. Anscheinend sollen wir ihm helfen, was zu reparieren. Dann nicht sie auf, ganz schnell. Sehr schön. Das war wieder Teamwork ohne Ende. Ich glaube, ich pack das nicht. Ich muss es meinem großen Bruder geben. Ah, okay, jetzt verstehe ich. So, schnell. Wir haben es bald. Müssen wir hier noch aufdrehen. Warum wir das Zahnrad brauchen? Warte mal, ich glaube, ich habe es gefunden. Hier, oder? Ja, sicher, genau. So, jetzt nur noch die Brücke hoch. Oder den Fahrstuhl, eher gesagt. Bitte warte doch. Ja. Ja, eben nach, genau. Okay, er bleibt eh da stehen. Ich will mich noch kurz hier umschauen, ob es irgendwelche wichtigen Sachen hier gibt, die wir sonst übersehen würden. Da! Okay, da fliegen wir dann wahrscheinlich irgendwann los. Das war ein Mini-Ruckler. Tut mir leid. Ah, schaut mal hier. Haben wir da nicht noch was? Eine Blume, die aber keinen interessiert anscheinend. Können wir da drauf? Nein, okay. Oder? Nee. So. Thank you.
irgendwie macht das gerade nicht. Ich kann auf jeden Fall hier. Musik spielen, warum ich das tun soll, weiß ich gerade nicht. Aber okay. Jetzt gehen wir mal zu dem verrückten Professor. Hey, so sieht er zumindest aus. Kai! Jetzt dritte Runde. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Kai! Unentschieden. Ja, am Zu hat er dann doch noch seinen Spaß. Also ich. Hier gibt's nichts mehr, oder? Nein. Ich würde gerne rüberfliegen, genau. Mit meinem Bruder, bitte. Darf ich? Geht das? Nein, es wird nicht mehr gespielt. Was haben wir denn hier noch auf dem Tisch? Nichts mehr, okay. Anscheinend hat er uns die Erlaubnis gegeben zu fliegen. Wir gehen mal hin und versuchen es. Wenn ich überhaupt da runterkomme. Oh, da haben wir ein Fernglas. Oh, da kann man sogar zoomen. Was ist denn da drin? Irgendwie ist da einer gefangen oder so. Hier sind irgendwie... Also schon etwas unheimlich da unten. Da ist unser Fluggerät gleich. Aber schon eine schöne Gegend. Hier, Bruder. TV, guck du auch mal. Vielleicht siehst du was, was ich nicht sehen konnte. Vielleicht hast du bessere Augen, um da hinten reinzugucken. Da ist irgendein Lebewesen. Irgendetwas. Was ich aber leider nicht erkennen kann. Okay, wir müssen dahin fliegen. Oh mein Gott. Wir haben das noch nie getan. Okay, ich verstehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist gar nicht mal so einfach, das da. Also das zum Lenken habe ich jetzt verstanden, aber... Und... Los geht's. Vielleicht. Komm, wir müssen rüber. Links, links, links.
schaffen es. Müssen wir rechts, müssen wir da runter. Wo müssen wir hin? Rechts. Okay. Leute, nein. Nein, ihr blöden Vögel. Was sollte das? Nein. Wohin? Nee, da kann ich nicht hin. Muss ich da hin? Nein, kann ich nicht. Kann ich da oben drauf? Oh. Das war die Rettung in letzter Sekunde. Diese Vögel haben einfach unseren Kleider zerstört. Sind wir richtig? Ja. Sind wir richtig? Das Seil können wir gut gebrauchen. Das sollten wir mitnehmen. Du willst klettern, oder? Bruder, du willst klettern. Oh mein Gott. Meinst du, das sollten wir wirklich riskieren? Wir riskieren's. Bei der nächsten Folge. Bis dann. Jetzt müssen wir auch noch da oben rumklettern. In der höchsten Höhe, die es überhaupt hier bis jetzt gab. Ich habe so Angst. Ich habe Angst, einfach nur Angst. Aber wir müssen ja unseren Vater retten. Und da riskieren wir einfach alles.